herzliches Grüß Gott zum kurzen Impuls zu den Sonntagslesungen. Was mich heute berührt hat, war gerade im Buch Genesis dieses Wort: Adam, Eva, wo bist du? Ja, Gott macht sich auf die Suche nach dem Menschen, bereits nach dem Sündenfall. Obwohl der Mensch Nein gesagt hat zu Gottes Willen, obwohl der Mensch auf die Stimme der Schlange, des Bösen gehört hat, gibt Gott den Menschen nicht auf. Nein, der Mensch ist für Gott wichtig, geht auf die Suche nach dem Menschen und kündigt bereits im Buch Genesis den ersten Menschen, den Messias an. Der Messias, der kommen wird als guter Hirte, um sie zu suchen und herauszuholen aus ihrem Elend. Ja, am Freitag hatten wir das große Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu. Es erinnert uns an Jesus, der als guter Hirte zu uns kommt, uns sein Herz schenken möchte, uns einlädt. Und auch wenn wir ihn mit unseren Sünden beleidigen, ablehnen, verachten, er gibt nicht auf. Geht trotzdem hinter uns her, um uns zu rufen, um uns zu suchen, um uns zu retten. Und so dürfen wir auf das Evangelium schauen, wie geht es dem guten Hirten? Er kommt auf die Erde, er kommt zu uns Menschen, doch er wird verkannt, abgelehnt, verspottet. Die einen verspotten ihn als Spinner. Er ist außer sich, sagen sie, er spinnt. Die anderen sagen über ihn, er ist ein dämonischer Zauberer. Mit der Kraft des Beelzebul treibt er Dämonen aus. Doch Jesus lässt sich davon nicht abhalten. Er sammelt die Menschen, die auf ihn warten, die offen sind für ihn, um sich. Und sagt gerade über diese Menschen, ja, wer ist mein Bruder, wer ist meine Mutter? Diese, die den Willen Gottes tun, die sind für mich Bruder, Schwester und Mutter. Da kam mir gerade auch so ein Gedanke mit unserer Hand. Die Menschen, die auf das Böse hören, sie zeigen mit dem Finger auf die anderen Menschen. So sehen wir es bereits bei Adam. Nein, er ist nicht schuldig, die Eva ist schuldig. Und Eva, nein, auch sie sagt, sie ist nicht schuldig, die Schlange ist schuldig. Und dann sehen wir im Evangelium wieder dieses Verachtende mit dem Finger zeigen auf andere Menschen, dieser Spinner, dieser dämonische Zauberer. Nein, wir sollen nicht mit dem Finger auf andere Menschen zeigen, wenn sonst zeigen drei Finger auf uns selbst. Die Haltung derer, die in der Familie Jesus sind, ist diese, die nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern sich demütig ans Herz klopfen und sagen, Herr Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, und gerade diese, sagt Jesus auch gerade bei dem Zöllner im Tempel, die demütig an ihre Brust klopfen und sagen, Herr Gott, sei mir Sünder gnädig. Diese werden vom guten Hirten gerecht gesprochen. Ja, nachdem Adam dieses Lichtgewand verloren hat im Paradies durch die Abwendung von Gott, schenkt Gott erneut dieses wunderbare Lichtgewand all diesen Menschen, die sich ihm zuwenden, die sich demütig zu ihrer Schuld bekennen. Danke, Jesus, dass du uns nachgehst. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst. Danke, Jesus, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen. Jesus, wir danken dir. Du bist gekommen, um uns aus unserem Elend zu befreien. Wir bitten dich, segne uns. Befreie uns von allem Negativen. Und im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der priesterlichen Vollmacht, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef und seinen Schutzengel und Namenspatrone, löse ich alle Flüche und Verwünschungen, die euch, eure Familien, euer Hab und Gut getroffen haben und setze euch frei davon. Und im Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten, ja schlechten Schriften, Bildern, Filmen, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wo wir gesündigt haben. Wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes
euch von all euren Ängsten und Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch, eure Familien, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Der höchsten Gott, heiliges Bild, der höchsten Gott, heiliges Bild, du Licht vom Licht des Vaters wohl, Licht vom Licht des Vaters wohl, du unser Retter, dir sei Ruhm, du unser Retter, dir sei Ruhm, und Macht und Ehre immer da. Von Ewigkeit bist du allein, Krone sich erneut.